so. Wir haben noch knapp eine Minute. Oder jetzt. Also, wahnsinnig schön. Hallo, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Tag. Und es ist ein Montag. Ich weiß, Montag ist meistens so ein schöner Tag. Wir machen euch den Montag jetzt wahnsinnig schön. Also mein Name, ich bin der Philipp. Ich bin Sommelier und ich darf heute hier mit meinem Freund Ben Benasre im Ritzi sein. Ben ist hier Küchenchef und ist auch Geschäftsführer vom Ritzi, einem wunderschönen Restaurant in Stuttgart. Und wir haben uns überlegt, wir machen für euch, weil gerade, man sind wir ganz ehrlich, wir dürfen nicht raus, wir dürfen nicht viel machen. Deshalb seht ihr auch der Abstand zwischen uns, die Handschuhe. Wir dürfen nicht viel machen, wir dürfen uns jetzt nicht in den Arm nehmen. Und wir haben gedacht, wir machen jetzt einfach für euch ein schönes Video. Wir kochen was für euch, was ihr nachkochen könnt. Wir haben gesagt, wir machen was Einfaches, was wir nachkochen. Wir werden 5 Gänge machen. Die 5 Gänge natürlich nicht heute, sondern wir werden sie immer als einzelne Folgen, als jeden Gang versetzt machen, dass ihr das Ganze nachkochen könnt. Wir werden euch immer das Rezept dazu schicken. Und also im Voraus, dass ihr es einkaufen könnt, dass ihr mit uns kochen könnt, dass das Ganze wirklich schön wird. Und wir haben uns dann überlegt, dass ihr, wenn ihr mal Lust habt, wenn diese ganze Krise vorbei ist, ja, dann kommt ihr ins Ritzi, da könnt ihr auch das ganze Menü dann komplett durchessen. Natürlich noch so, sind wir ehrlich, ein bisschen aufgepimpt. Es wird ganz geil. Und eigentlich hatte ich mir überlegt, was wird der erste Gang werden? Ich habe gedacht, vielleicht Nudeln mit Toilettenpapier, funktioniert nicht. Dann habe ich gedacht, Hefezopf funktioniert auch nicht. Und dann haben wir beide uns abgesprochen und haben gesagt, und der Ben kam auf die glorreiche Idee, wir machen Tatar. Wir machen richtig geiles Rinder-Tatar. Und wir haben auch gesagt, wir machen das einfach Support Your Local, was gerade zu der Zeit ganz, ganz wichtig ist, dass wir die lokalen Produzenten unterstützen, dass wir die Metzger unterstützen, dass wir die Bauern unterstützen, dass wir die Winzer unterstützen. Das ist wirklich alles. Hier ist natürlich auch in Frankreich, Italien, denen geht es allen schlecht. Uns geht es auch schlecht. Und wir haben gedacht, wir unterstützen jetzt die Leute hier, nehmen es von den regionalen Produzenten. Ihr könnt es auch kaufen, kauft es einfach bei den lokalen Händlern ein. Und ich denke jetzt mal, der Ben, mein Freund, wird euch jetzt erzählen, was man einfach da jetzt geschickt machen könnte, was er vorbereitet hat. Ihr seht schon so ein bisschen und wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Ich sehe euch so ein bisschen mit und kann vielleicht ein bisschen was beantworten. Hallo zusammen, Ben Benasre, mein Name. Ich bin der Geschäftsführer und Küchenchef hier. Und wie es eben erwähnt hat, der Philipp, wir sind sehr gut befreundet, das war jahrelang. Und dann haben wir gesagt, was können wir da irgendwie machen aus der Langeweile heraus? Dann haben wir gesagt, okay, wir machen da einfach mal eine Staffel mit 5 Folgen. Wir kochen für euch ein 5-Gänge-Menü. Ihr dürft gerne mitkochen. Wir werden die Rezepte immer publizieren, dass alle alles parat haben, so wie hier eben die Zutaten, dass wir das zusammen kochen können und dass wir miteinander Spaß haben. Für uns ist natürlich auch wichtig, in so einer Situation und so einer Zeit, es ist schwierig, sag ich mal, man hat immer alles mit Telefon bestellt und hat mal gesagt, okay, das brauche ich, jetzt machen wir es eh anders. Jetzt holen wir unsere Sachen aus dem Umfeld hier, also Fleisch von unserem Metzger hier ums Eck und Gemüse von unserem Gemüsebauer, den wir auch schon immer hatten. Den hatte ich auch schon in der Gutschenke, den haben wir bei ihm bestellt und das haben wir jetzt auch im Ritzi. In den nächsten Folgen werdet ihr da auch erfahren, ja, da haben wir ein paar Sachen zusammengeschrieben, wo man einfach die lokale Marktwirtschaft auch zu unterstützen und auch die regionalen Bauer und die Erzeuger einfach zu unterstützen und zu sagen, hier, schaut her, wir haben wirklich tolle Produkte, da brauchen wir nicht irgendwie Sachen aus Frankreich oder sonst wo zu bestellen. Und so ist die Idee im Prinzip entstanden zwischen uns beiden. Natürlich haben wir uns gelangweilt, haben gesagt, was machen wir jetzt? Ja, gut, also eigentlich, sind wir ganz ehrlich, wir langweilen uns eigentlich nicht, weil, Entschuldigung, ich muss ein bisschen zurück. Wir langweilen uns eigentlich nicht, aber wir haben viel zu tun oder wir machen viel, wir hirnen viel, was wir machen können. Und wir haben gedacht, heutzutage, ihr kocht alle. Also was man sieht, ihr habt alle Bock aufs Kochen. Jeder will so ein bisschen mehr kochen, was wir tun. Und ganz im Ernst, normalerweise geht ihr essen. Ja, und jetzt habt ihr die Möglichkeit, das einfach mal, der Ben wird euch das jetzt zeigen, ich werde jegliche Frage beantworten, auf die ihr Bock habt, ich stehe ein bisschen rum, ich werde euch dann noch eine schöne Weinbegleitung dazu machen, dass das Ganze so ein bisschen Spaß macht, dass ihr auch Lust drauf habt, deshalb haben wir euch auch immer den Wein mit dazu geschrieben, oder werden es, heute haben wir es dazu geschrieben, die nächsten Male auch, und dass ihr halt immer was mit dabei habt, weil ohne Saufen geht es halt nicht. Klar, also heute haben wir uns dafür entschieden, wie gerade eben erwähnt, wir machen ein klassisches Rinder-Tatar. Dafür brauchen wir 500 Gramm Roastbeef vom Rohloher Rind.
Dann haben wir hier Sardinen, dann haben wir hier Essiggurken, dann haben wir hier Schalotten, Kapern, Knoblauch, eine Tomatensauce, ein bisschen Tabasco, etwas Limonöl und Dijon-Senf vom Hause Edmond Fallot. Sehr guter Senf, etwas Cayenne-Pfeffer, Fleur de Sel und Pfeffer. Ich würde sagen, ich starte mal und wenn ihr Fragen habt, fragt einfach mal den Philipp. Der langweilt sich sowieso. Ich hänge einfach nur rum. Also der Ben ist fürs Kochen da und fürs gute Aussehen und ich bin einfach nur da fürs... so fürs Rumhängen hier und Fragen beantworten. Genau. Warum heißt es überhaupt Tatar? Genau, du hast aber eine Geschichte vorhin erzählt. Wie ist denn die nochmal? Also die Geschichte ist halt tatsächlich, also ich muss dazu sagen, ich habe eine Hirnhälfte für sinnloses Wissen. Und deshalb kann ich mir halt solchen Blödsinn merken. Also es ist einfach das Tatar. Es gab früher die Tataren, die haben zwischen 12. und 16. Jahrhundert auch in der Mongolei gelebt. Kann auch aus der Türkei, aus Turkmenistan. Und die haben damals auch in der Zeit der Goldenen Armee der Mongolen, haben die Tataren haben das Fleisch unter die Sättel ihrer Pferde gelegt, um das Fleisch mürbe und weich zu machen. Und daher kommt jetzt diese Schnitttechnik, dass man es einfach sehr klein schneidet, dass es dann so ein bisschen mürbe wird, dass es weicher wird und dass man das Ganze natürlich auch, was der Ben euch nachher zeigen wird, auch einfach mit anderen Geschmäckern aufnehmen kann. Und der Ben kann, glaube ich, das ist interessant, man kennt das Tatar natürlich meistens aus dem Rinderfilet geschnitten. Und der Ben hat, denke ich mal, nicht ohne Grund jetzt das Roastbeef genommen. Ja, genau. Ich glaube, da kannst du am besten was drüber erzählen. Ja, ich habe mich dafür entschieden. Ich finde es aus dem Rinderfilet, klar, jeder also kann Rinderfilet kaufen und daraus was machen. Ich finde es tatsächlich schmackhafter bzw. kerniger vom Geschmack her, wenn man drauf beißt und fester in der Textur, wenn man Roastbeef nimmt oder auch meinetwegen eine Rinderhüfte. Und wenn wir ehrlich sind, ein Rind oder ein Tier besteht nicht immer aus Filet und da muss man einfach alles... Ich darf dich ganz kurz unterbrechen. Ja. Wir haben die erste Frage vom Andreas und zwar ist die Frage, wo wir das Fleisch herbekommen oder wo du das Fleisch herbekommst. Und ich denke immer, das Fleisch ist gerade zur aktuellen Zeit, ist es ganz wichtig, dass man das Fleisch bei seinem Metzger bekommt, den man kennt, den man vertraut. Ja? Und dass man jetzt, also es ist natürlich, ich möchte nicht sagen, es ist blöd, kauft nicht bei großen Supermärkten ein, aber ganz im Ernst, sind wir doch ehrlich, ein Metzger, ein kleiner Metzger, der braucht gerade auch den Support, den wir ihm geben können und ein guter Metzger, der ein gutes Fleisch macht und den wirst du bestimmt auch in deinem Ort haben, den wird es bei dir in der Umgebung geben und geh dahin und am besten zum Metzger deines Vertrauens. Also es ist jetzt ein Roastbeef, das ich auch sehr, sehr schön finde, weil das Roastbeef einfach so ein bisschen kerniger und mehr Biss hat. Und ich finde es ganz spannend und deshalb vertraue deinem Metzger um die Ecke, weil wahrscheinlich warst du, wenn du uns jetzt hier gerade zuschaust, sagen wir mal so, dann kaufst du sonst normalerweise nicht dein Fleisch, hoffe ich, im Lidl um die Ecke, sondern dann hast du da den Metzger deines Vertrauens und geh da hin und frag ihn und der kann es dir bestimmt super bestätigen. So ist es, das ist am Holdor-Rind. Ich habe das im Prinzip beim Mega bestellt. Das ist, finde ich, auch mega als Institution hier in der Region zu unterstützen, da sie ja auch sehr viel auch mit regionalen Erzeugern arbeiten. Ganz wichtig, das auch zu erwähnen, das sind auch Partner von uns. Da bestelle ich auch gerne, weil eben wir auch die Produkte bekommen, die wir brauchen. Und die arbeiten mit sehr vielen regionalen Erzeugern und das ist halt auch top. Und das sieht man an der Qualität vom Fleisch, das ist wirklich sehr kernig und sehr schön marmoriert, eignet sich sehr, sehr hervorragend, sage ich mal, für unseren Tatar. Was Tatar betrifft, das ist ein handgeschnittenes Tatar, ganz wichtig, eben gleichmäßig zu schneiden, nicht zu grob, nicht zu klein, dass man auch eine Textur dann hat. Dann kommen dann die Schalotten ran. Wenn ich noch kurz was über die Schnitttechnik oder über das Schneiden sagen darf, ich glaube, es gibt auch manche, die wolfen das oder geben es durch den Fleischwolf. Ist jetzt natürlich auch jetzt nicht per se schlecht, aber ich denke mal, wenn man das Bissige haben will, wenn man den Geschmack haben will, dass man noch so einen leichten Biss drauf haben will, dann ist es einfach schöner, wenn man es mit dem Messer schneidet. Dann sieht es einfach, also es sieht nicht nur schöner aus, sondern man hat einfach mehr den Geschmack vom Fleisch, als wenn man durchhaut. Weil ihr kennt es alle, ich meine, was hat mehr Geschmack, wenn man ein Stück Fleisch irgendwie ein bisschen klein schneidet oder wenn man es einfach Hackfleisch? Ja, gut. Ja, da ist einfach der Geschmack schön. So bei großen Mengen, wenn man eine große Veranstaltung hat, kann man das vielleicht natürlich wolfen. Ich finde es einfach schöner von der Textur und auch handwerklich natürlich optimal, wenn man es dann mit Hand schneidet.
das schmeckt mir auch schon aus. Also, wir haben gerade die Frage, Ben, gibt es einen Trick zum Schneiden, den muss ich an dich weitergeben? Ja, gut. Bist du der Profi? Also wir reden jetzt hoffentlich, liebe Julia, wir reden hoffentlich jetzt vom Schneiden des Fleisches und nicht vom Schneiden der Schalotten dazu. Hoffentlich sagt der Ben auch gleich nochmal was. Aber ich darf erstmal ganz, ganz kurz dazu noch was machen, bevor der Ben antwortet, weil er gerade noch beschäftigt ist. Ja. Weil es gibt noch was ganz, ganz Wichtiges in der Küche und das habt ihr vielleicht alle schon mal gehört. Und zwar gibt es sowas, und zwar, das ist ganz arg wichtig, man nimmt ein Glas Wein, man schenkt dann ungefähr 0,1 ein. Das ist immer ganz wichtig und dann schütte man es in den Koch. Das ist immer ganz wichtig. Sonst ist die Stimmung nicht so gut. Und das solltet ihr zu Hause auch wirklich machen. Das ist wirklich also wichtig. Weil da kocht sich gerade in der heutigen Zeit, wenn alles traurig ist, ist es einfach schöner, wenn man das so macht. Und über den Wein erzähle ich euch gleich noch was. Aber dann habt ihr so ein bisschen Zeit, weil ihr seht gerade, wie schnell der Ben schneidet. Und dann ist es vielleicht einfacher, dem Ganzen zu folgen. Weil der Ben hat die Schalotten fertig, schneidet jetzt ab. Du sollst jetzt aufhören, Ben. Du sollst jetzt was zur Schnitttechnik vom Tartar sagen. Also, Schnitttechnik zum Tartar. Einfach in Scheiben erstmal runterschneiden, dann in Streifen, dann in Würfel schneiden. Das nennt man Bonnoirs. Schaut es halt eben so aus. Also wäre gut, wenn das vielleicht noch kalt ist, eben, dass man es auch gleichmäßig schneiden kann. Ja, wunderbar sind eben diese Würfel. Kleine Würfel. Ja, genau, kleine. Ich glaube, was sagst du es mir? 1 bis 3 mm? Genau. Was wollten die sagen? Sag mal ja, aber das ist, ja, da unterscheiden sich die Geister, wie fein die Bonnoirs sein sollen. Also umso feiner, umso besser, sage ich mal, für Schalotten und Knoblauch, so wie hier. Aber fürs Fleisch finde ich so 1,5 mm bis 2 mm, das müsste schon sein. War das deine Frage, liebe Julia, oder können wir da noch irgendwas dazu beantworten? Ich weiß, wir sind so ein klein bisschen zeitversetzt, deshalb warten wir mal kurz. Ja, das machen wir jetzt. Weil dann kann ich auch weiter dazu reden, was weil der Ben schneidet gerade wie ein Teufel, wie ein junger Gott schneidet er vor sich hin. Genau, ich mach's immer eilig und deswegen immer mal das Sommelier. Redet halt gerne. Ja, ich höre mich gerne reden. Also mir wurde auch früher in der Schule wurde mir auch früher gesagt, wenn ich 5 Sekunden meinen Mund halte, habe ich auch Angst, dass ich stumm geworden bin. So, was haben wir jetzt als Frage noch? Ach, die. liebste Jenny. Auf dich. Gut. So, dann machen wir weiter, der Ben. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären mit der Schalotte? Warum nimmst du Schalotten, warum nimmst du keine Zwiebeln? Also ich habe hier französische Schalotten, wie man hier sieht. Die sind etwas länger, die sind feiner vom Geschmack. Die sind feiner und nicht so zwiebelig, sag mal, also nicht so scharf. Das ist ganz wichtig für den Tartar. Es gibt auch einen Tipp, also wir machen es halt so, wenn wir Tartar hier bei uns im Haus verkaufen, die Schalotten werden blanchiert. Damit die eben den Fleischgeschmack nicht übertünchen. Okay, lieber Ben, du weißt, ich bin nur Sommelier, ich kann nur rein blanchiert. Blanchieren bitte. Heißt. Erklär es nur mir, die anderen wissen das. Also kurz in kochendes Wasser kochen und dann abschrecken mit kaltes Wasser. Wie gesagt, das machen wir aus einem Grund, damit die Schalotten nicht das Fleisch, im Prinzip Fleischgeschmack übertünchen. Das wollen wir natürlich nicht. Also das machen wir heute nicht, weil man das klassisch auch so macht, dass man die Schalotten und Knoblauch, Sardinen und Kapern klein schneidet und dann dazu hinfügt zum Fleisch. Und deswegen machen wir es heute ganz klassisch und wir bleiben dann bei der klassischen Geschichte. Wie gesagt, wenn wir die Schalotten blanchieren, das machen wir bei uns halt so. Genau, so. Deshalb ist ja nur die Sache, kommt dann mal vorbei und seht die andere Geschichte. Ja. Aber ich glaube, ich persönlich finde es ganz geil, wenn die Schalotten noch so ein bisschen Biss haben, wenn sie knackig sind, wenn man noch so diesen kleinen Biss hast. Im Tartarland. Was Kapern betrifft, ich finde hier, das sind Kapernäpfel, also es ist einfach ein persönlicher Geschmack von mir. Ich finde, die schmecken mir besser wie normale Kapern, weil sie ein bisschen größer sind, die sind viel reifer und die haben eine bessere Säure, sage ich mal, also eine feinere Säure wie normale Kapern. Deswegen nehme ich jetzt gerne immer ein bisschen. Aber ein Kapernapfel, das ist ja dann eher die Frucht und das andere eher die Blüte, oder? So ist es. Ja. Okay. Was ich halt hier toll finde, ist, dass da ist ja noch ein bisschen Knusper drin, da sind noch die Kerne hier drin, die sieht man ja auch. Und das finde ich einfach herrlich, wenn die dann im Tartar drin sind. Deswegen mache ich grundsätzlich immer Kapernäpfel in den Tartar. Okay.
Darf ich noch ganz kurz, also klar, was heißt, darf ich noch ganz kurz fragen? Für die anderen, du hast ja auch noch Knoblauch reingemacht, du hast einen ganz frischen Knoblauch reingemacht. Genau, also ich verwende hauptsächlich, also Knoblauch wird bei uns zelebriert in der Küche. Also wenn uns Leute fragen, könnt ihr bitte ohne Knoblauch kochen? Ich habe Knoblauchallergie, wird meistens schwierig, wenn man das nicht anmeldet, weil wir Knoblauch zelebrieren. Also wir verwenden frischen Knoblauch, so sieht er aus, ja, und schwarzen Knoblauch, also fermentierten Knoblauch, getrockneten Knoblauch, geräucherten Knoblauch, also wird schwierig in der Küche. Okay, woher kommst du nochmal? Also ich bin tatsächlich kein Grieche, aber Knoblauch spielt eine große Rolle in der mediterranen Küche oder in der französischen Küche und deswegen verwenden wir wirklich verschiedene Sorten an Knoblauch bei uns. Jetzt haben wir hier Essiggurken, wollten wir eigentlich Cornichons haben. Jetzt werden wir einfach mal deutsch. Jetzt gibt es die gute Cornichon, die Gewürzgurke. Die Gewürzgurke, das ist keine Cornichon. Cornichons sind. Nein, Cornichons sind die kleinen, ich weiß nicht. Genau. Die müssen wir auch dann in Würfel schneiden, in kleine Bonnoirs eben, so wie es man in der Fachsprache sagt. Und dann haben wir eben fast alles schon vorbereitet für unseren Tartar-Herberg. Und ihr seht schon, also das muss man natürlich auch immer sagen, ich glaube, das ist auch relativ wichtig. Das Messer, was man jetzt gerade auch bei Ben sieht, das Messer muss halt einfach so scheiß scharf sein, dass du halt auch diese Schnitttechnik haben kannst, dass du, weil ihr seht ja gerade, oder ich glaube, ihr seht es ein bisschen, wir sind immer so ein bisschen zeitverzögert, aber ich glaube, das Messer saust da einfach sehr stark durch und ist echt ganz gut. Ja. Du wirst gerade gefragt, welches Messer du im Moment verwendest. Also außer deinem Aladdin-Säbel, was ist es denn wirklich? Ich hatte tatsächlich einen Zuschef, der immer gesagt hat, Chef, soll ich jetzt den Aladdin-Säbel holen? Ich sage, ja gut, kannst du machen. Aber das ist tatsächlich ein Messer, ein japanisches Messer, wie man hier sieht, hat ein Aladdin. ja, das ist von Kaishun sozusagen. Ja. So. Nee, aber es sieht auf jeden Fall gut aus und vor allem, wie du schneidest, ist es halt einfach sackenscharf, würde ich mal behaupten. Ja, das können wir schon so machen. So, Tatar haben wir geschnitten, Essiggurken, Schalotten, Knoblauch. Jetzt können wir unser Tatar langsamer anmachen. Ich hoffe, darf ich mal an die Zuschauer fragen, also entschuldige, ich schaue jetzt immer hin, weil ich habe hier den links neben mir, habe ich den Laptop stehen und kann mir dann selber ein bisschen zuschauen, allerdings zeitversetzt. Habt ihr denn noch irgendwelche Fragen aktuell? Ihr seht es gleich, der Ben schaut auch und jetzt seht ihr ihn gleich, also wir sehen ihn jetzt gleich, wie er dann auch reinschaut. Das ist gerade so ein bisschen schwierig. Aber habt ihr noch irgendwelche Fragen, die wir euch jetzt aktuell, wir haben jetzt alles klein geschnitten, Gurken klein geschnitten, Kapern klein geschnitten, Knoblauch klein geschnitten, Schalotten klein geschnitten. Ach, die Sardellen fehlen noch. Die Sardellen fehlen, ja. Mensch, schau mal. Also jetzt haben wir uns selber geholfen. Nutzt ja hier nichts, ne? Gut. Die Sardellen, die sind eingelegt in Öl, ganz wichtig. Die werden sehr klein zerhackt, also nicht geschnitten, sondern wirklich zerhackt. Ich darf nochmal auf euch. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch euch den Wein gekauft. Wie gesagt, dazu sage ich gleich noch was. So. Die Sardinen sind eben auch geschnitten. Okay, lieber Ben, Moment, stopp, hör mal auf. Ja. Wir haben gerade von der Julie gebeten, einfach nochmal ein Glas zu trinken, dass sie auch nachkochen kann. Also, okay. Moment. Entschuldigung. Gut. Entschuldigung, ist mein Problem. Ich bin Sommelier, ich trinke manchmal etwas schneller als die anderen und es ist mir auch ein bisschen unangenehm, um ehrlich zu sein. Aber in der Zeit, die kann ich jetzt mal ganz kurz nutzen und kann was zu dem Wein sagen. Und zwar, wir haben jetzt hier einen Wein vom Weingut Gerd Aldinger. Das Weingut Aldinger ist in Fellbach, ist ein fantastisches Weingut, ist auch hochprämiertes Weingut, hat 30 Hektar in Württemberg. Und das Weingut Aldinger, das ist jetzt der Weißburgunder unter Türkheimer Gips. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, das ist wirklich mein Fehler. Dass ich den Jahrgang 2018 angegeben habe, das ist Jahrgang 2019. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht, ich weiß es nicht mehr. Aber zumindest der 2019er Jahrgang unter Türkheimer gibt es eine Einzellage. Mit dem Boden ist Gipskäuper, also es hat eine tolle Aromatik, ist sehr, sehr mineralisch. Ist toll. Und vielleicht werden sich jetzt viele fragen, warum ich Weißwein zum roten Fleisch nehme, zum Tartar. Aber das Problem ist, dass das Tannin vom Rotwein kann immer ein bisschen metallisch wirken. Mit dem roten Fleisch. Also das wirkt dann, das Tannin wirkt dann leicht metallisch darauf und das wirkt dann ein bisschen unangenehm. Deshalb ist ein Weißwein
auch gerne ein kräftigerer Weißwein, einfach ganz schön. Und wir haben gesagt, auch gerade bei den, lieber den Produkten vom Essen her, war es mir auch ganz wichtig, ich support hier local, dass wir regionale Winzer nehmen und tolle Winzer, mit denen wir werden, mit denen ich schon lange zusammenarbeiten, dass man sagt, hey, wir unterstützen die und wirklich die Weine, genauso wie das Fleisch, wie die Produkte etc., wir haben auch nachher noch andere Produkte, könnt ihr auch bei den Winzern einfach ordern, bei den Händlern ordern, unterstützt die lokale Wirtschaft, wir müssen jetzt einfach schauen, wo wir ankommen, wir müssen einfach Gas geben und ich glaube, das ist für jeden ganz geil gerade und jeder freut sich drüber, ihr würdet auch freuen, wenn ihr unterstützt werdet. Und das ist ganz wichtig. Ich soll jetzt gerade noch mal fragen, verrate uns die Schneidetechnik, sie sieht so einfach aus. Ja gut, das ist ja eben, das ist ein Handwerk, dass man so schneiden kann, das ist halt, wenn man jeden Tag stundenlang in der Küche steht und schneidet, dann ist es so wie mit Tippen, wenn man dann vom Computer sitzt und einfach 10-Finger-System so schnell tippt. Deswegen ist es, bei mir ist es einfach automatisch mit drin. Ich muss den Lokal, entschuldige Ben, also ich stelle mich gerne vor dich, aber ich stehe auch immer hinter dir. Und ich muss dir gerade nur, das ist wie gesagt jetzt mein Freund Gerd Aldinger und wir werden das Ganze jetzt auch immer mit regionalen Winzern machen. Also wie gesagt, jeder Gang immer mit einem anderen Winzer und alles nur regional, tolle Winzer, ist uns ganz arg wichtig. Ja. Und wir sollen, Ben, wir sollen ein bisschen langsamer machen. Ja. Also, okay, da gibt es auch coole Kommentare, die werden wir jetzt nicht alle ja, machen. Ja, der Florian, also ich muss wirklich sagen, der Florian hat halt recht. Ja, okay, es ist, ja gut, ich tue halt so, als wäre es mir unangenehm, aber es ist es nicht. Cheers. Nein, eben regional. Es wurde jetzt, es ist sehr, sehr überzogen, immer über Regionalität zu sprechen und so weiter. Ich habe jahrelang in Frankreich gearbeitet, vor allem in Côte d'Azur und ich weiß es aus Erfahrung, eben die besten Weine und die besten Küchen, die entstehen ja einfach nicht so, weil man einfach irgendwie ein Telefon hernimmt und irgendwo anruft und was bestellt, sondern dass man sich einfach mit der Region auseinandersetzt und sagt, okay, wer ist ein guter Winzer, wer macht gute Weine, egal in welche Preisklasse. Und da muss man, sage ich mal, als Koch oder als Sommelier schon kreativ sein und sagen, okay, mit denen und denen muss ich unbedingt was machen, weil die auch einen guten Produkt herstellen und das muss man einfach unterstützen. In den nächsten Folgen werden wir auch natürlich auch Kollegen von uns, Freunde oder auch langjährige, sag ich mal, Mitbegleiter in der Branche hier in der Region, die auch wirklich tolle Produkte verkaufen oder herstellen, ob das jetzt ein Wein ist oder ob das jetzt ein Gemüsebauer, das ist für uns wichtig, diese wichtige Mitteilung einfach an den Leuten weiterzugeben und man sieht heutzutage, wir sind alle irgendwie jetzt zu Hause und wir dürfen nicht einkaufen und so weiter, wir stellen aber fest, dass wir auch Homeoffice machen können und auch Videokonferenzen, da müssen wir nicht irgendwo hinfliegen und so weiter. Und da geht es auch um Produkte, Lebensmittel auch. Also man musste sich schon immer Gedanken darüber machen, wenn ich jetzt irgendwie Tomaten essen will, das muss ja nicht Januar sein oder Erdbeeren. Also da muss ich mal schauen, was heutzutage auf dem Markt gibt, was die Saison hergibt und daraus einfach was machen. Und eben sind wir halt auch wir, sage ich mal, als Profis wäre es ganz gut, wenn wir das immer so weiter vermitteln und dass es an den Leuten kommt, oder was meinst du? Und ich finde vor allem gerade, also ich stimme dir vollkommen zu zum einen, aber ich finde halt auch gerade in Württemberg sind wir haben uns lange Zeit so ein bisschen unter den Scheffel gestellt, oder in Baden-Württemberg. Ja, und es ist, wir machen tolle Weine, wir machen tolle Produkte und ich meine, ihr seht es ja gerade auch in der Zeit der Corona-Krise, dass das jetzt nicht nur die Bauern sein, lass es nicht nur die Winzer sein, ich meine, lass es sein, was hier in technischen Innovationen gerade passiert, das ist ganz arg toll und deshalb support your local. Ich meine, die anderen machen es auch ganz arg toll, das ist überhaupt keine Frage, aber ich finde, es ist wichtig, wenn man das macht und ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir die Mosel, nehmen wir die Pfalz, das sind ganz tolle Weinanbaugebiete, die gigantisch sind, aber ich denke, die werden auch ihr Zeug supporten, wir supporten unser Zeug und ich glaube, am Ende der Krise setzen wir uns alle zusammen und sind wieder happy. Aber wir kriegen gerade so, das zeigen wir, geben jetzt mal ein bisschen Gas, machen das Tatar fertig, also du machst das Tatar fertig, dass wir auch alle jetzt gleich zusammen anstoßen können.
Also, ich hoffe... Schneiden und Hacken macht, glaube ich, keinen Unterschied. Also Schneiden und Hacken ist, glaube ich, weil ich glaube, es ist eigentlich das Gleiche. Was einen Unterschied macht, ist Schneiden und Wolfen, würde ich sagen. Oder? Ja gut, also... Na, Entschuldigung, ich habe es nicht weggenommen. Hacken ist wirklich alles zerstören. Hacken ist und Schneiden ist es mit einem scharfes Messer etwas schneiden. Also ich würde sagen, also wir sehen jetzt mal Ben als... von Asterix als Miraculix, der sich vorsichtig abschneidet und sieht mich als Obelix, ich hacke. Also deshalb schneiden ist schön, hacken ist doof. Spaß beiseite, also wir haben unser Fleisch geschnitten, wir haben unsere Zutaten alle klein geschnitten bzw. zerhackt. Ja. Mein Tipp an alle zu Hause, hier habe ich Olivenöl, ja es ist in der Nolli-Flasche, aber wir brauchen sehr viel Olivenöl und deswegen ist es hier drin. Ganz wichtig als Tipp, das werden wir auch filmen können. Das Fleisch einmassieren mit Öl, so bleibt die Fleischtextur erhalten. Das heißt, jeder Biss schmeckt man das auch raus, dass man es geschnitten hat und nicht irgendwie zerwolft oder zerhackt. Ja? Deswegen wird immer das Fleisch kurzen Satz an den lieben Ingo Hettig sagen, Ingo, dann koch halt mit, verdammt. Er hat gesagt, jetzt hat er Lust bekommen. Ja, nächstes Mal musst du mitkochen. Ja, unbedingt. Ja, ganz wichtig, einölen, das Fleisch glänzt sehr schön. Erst dann mache ich alle anderen Zutaten dazu. Wenn ich das vorher mache, dann ist es so, ja, wie sagt man das, also das ist nicht Mürbe, sondern eher so, nicht so geschmeidig, eher so ein bisschen... ja, also keine schöne Textur in den Mund. Jetzt kommen die Schalotten, Essiggurken, die gehackten Sardinenkapern noch dazu. Dann mache ich etwas Fleur de Sel. Limonenöl. Etwas Pfeffer. Ich denke, Pfeffer ist nur kurz als kleines Nebenherding. Ich glaube, es ist immer am schönsten, und das wirst du bestimmt auch bestätigen, wenn man Pfeffer aus der Mühle macht, anstatt dass man so vorgefertigten Pfeffer einfach nur den Geschmack einfach dann so nur scharf ist und unangenehm, oder? Hier habe ich etwas Tomatensauce, die man ungefähr einen halben Esslöffel, selbstgemachte Tomatensauce. Ja, mit dem Pfeffer ist es halt so. Ich verwende meistens, also hier weißer Pfeffer, weil ich persönlich keinen schwarzen Pfeffer mag, weil es einfach zu intensiv ist. Der Unterschied ist halt dass der schwarze Pfeffer ist ein reifer, ungeschälter Pfeffer ist, der schwarze Pfeffer, und der weiße Pfeffer ist ein reifer, geschälter Pfeffer. Und deswegen verwende ich gerne den weißen Pfeffer in der Mühle, weil ich einfach den Geschmack von dem Fleisch einfach haben möchte oder von dem Produkt. Also der Pfeffer sollte einfach die Zutaten einfach ergänzen vom Geschmack her und nicht übertünchen. Ja? So, wir haben etwas Ketchup dazu gemacht, jetzt brauchen wir ein bisschen Dijon-Senf, beziehungsweise... Okay, sind wir ehrlich, es gibt auch tollen Senf von ihr, den man benutzen kann, aber Dijon-Senf hat so eine eigene Schärfe, es hat einen eigenen Geschmack, das auch total geil ist. Ja? Ich mache jetzt ein bisschen Werbung für Edmond Fallot, das ist einer der besten Senferzeuger überhaupt, den ich kenne. Und von daher nutze ich auch gerne. So, wir haben jetzt Salz, Pfeffer, Senf. Jude fragt gerade nochmal, was mit bunter Pfeffer ist. Ich glaube, bunter Pfeffer, das beantwortest du am besten. Ja gut, bunter Pfeffer, das sind auch rosa. Ich merke gerade, wir haben was vergessen und ich hole schnell. Ja, rosa Pfeffer. Da ist meistens rosa Pfeffer drin, ist eigentlich kein Pfeffer, das ist eigentlich eine Beere. Und von daher gehört es eigentlich nicht zu Pfeffersorten. Man sagt ja einfach nur bunter Pfeffer, weil das ist einfach die Marketing- oder Verkaufsbezeichnung. Ja, also rosa Pfeffer ist kein Pfeffer, das ist eben eine Beere. Gut, so, jetzt machen wir noch Schnittlauch rein. Was für Fachler? Die sind, Ei habe ich vergessen. Jetzt hole ich mal das Ei her. Ja, das, ich habe es gerade gesucht. Wir sind, also, ganz im Ernst, das ist unser erstes Mal. Also, hey, das ist das erste Mal von Ben und mir. Und das ist wunderschön. Vielen Dank.
Und wir machen jetzt, wir haben gerade das Ei vergessen, aber wir machen das jetzt ganz schnell. Und wir haben es ja da. Wir machen jetzt den Wachtelei. Wir haben es euch natürlich auch mit dem Hühnerei aufgeschrieben. Und was ihr auch nicht vergessen dürft, also der Ben hat das Rezept jetzt geschrieben für 4 Personen. Genau. Aber ich glaube, jeder weiß Bescheid, dass man es einfach schon um die Hälfte runter reduzieren kann und dann ist es auch geil. Also von daher, ich denke, das funktioniert, je nachdem, wie groß euer Haushalt ist. Und wirklich ganz wichtig, stay at home, bleibt zu zweit zu Hause, bleibt alleine zu Hause, esst trotzdem alleine, macht euch einen geilen Wein auf, es macht Spaß. Und ich glaube, Kinder können auch schon was mit Tatar anfangen, wenn sie alt genug sind. Also ich wurde von meinen Eltern sehr früh an geiles Essen angeführt. Dafür nochmal vielen Dank. Ich hoffe, ihr schaut zu. Ja. Das war ganz toll und ich glaube, das solltet ihr auch machen. So, ich habe jetzt etwas Zitronensaft noch mit reingemacht. Das ist ganz wichtig, die Säure eben so auszubalancieren in dem Tartar. Das würde ich sagen, das müssen wir jetzt wahrscheinlich anrichten. Jawohl, jetzt haben wir die Zeit. Wir wollen euch jetzt auch nicht zu lange nerven mit der ganzen Geschichte. Und wisst ihr, das Schöne daran ist nicht nur, dass der Ben perfekt kocht, sondern der Ben kann das Ganze auch zu einem Gemälde anrichten. Bei mir, ich kann so ein bisschen kochen und dann sieht es auch noch kacke aus. Und der Ben kann das halt perfekt machen. Zum Anrichten nehme ich einfach einen Anrichtring her. Die wollen es ja nicht so kompliziert machen, dass jeder wirklich zu Hause das nachmachen kann. Ja, also du kannst deinen Teller selber anrichten nachher. Ey, das war ja, also ich mache dann einfach irgendwas drauf. Ne? Alles geht. Ich habe hier ein bisschen Wildkräuter. Ich liebe Wildkräuter, vor allem die vom Keltenhof. Keltenhof ist hier in Fellbach. Die machen wirklich tolle Produkte. Die sind auf den Feldern. Auch auf den Feldern, genau, auf den Feldern, Entschuldigung. Ja. Beim Gerhard Daumel ist auch ganz agribo. Genau. Und bei Max Forschner, der auch eigentlich ein ganz lieber ist. Also, nein, das ist ein toller Typ. Etwas Essig, etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer, eine Prise Zucker. Und dann haben wir auch die Wildkräuter schon fertig. Oh nein, die Linda sagt gerade, da stand kein Schnittlauch auf der Liste. Ach so, ja gut. Linda, das tut uns ganz arg leid. Wir würden dir den Schnitt auch nachliefern, wenn das geht. Also pass auf. Ich bring's höchstpersönlich. Ja, der Ben bringt's höchstpersönlich und ich warte im Auto. Gut, dann machen wir ein bisschen Wildkräuter noch drauf. Wie gesagt, das mache ich jetzt persönlich sehr gerne. Nächstes Mal beim Nachkochen könnten wir das auch daheim auch machen. Ein paar Blüten. Und dann schon haben wir unser Rindertatar, klassisches Rindertatar mit etwas Wildkräuter vom Keltenhof auf den Filtern. Dazu gibt es unseren. Ja, wie gesagt, von Maingut Aldinger, ein wunderschöner Wein. Und wir hoffen, also wie gesagt, wir werden das jetzt, wir unterrichten euch gleich, ich denke morgen darüber, ja. Werden wir das nächste Mal, ich weiß jetzt noch nicht, Donnerstag, Freitag, also ich hoffe sehr, sehr zeitnah, dass ihr in der Zeit jetzt von der Pandemie, dass ihr einfach, wir wollen euch immer einfache Gerichte zeigen, die ihr nachkochen könnt, dass wir Schritt für Schritt das Ganze euch zeigen, wir werden das Ganze dann auch auf YouTube hochfahren, dass ihr es nochmal nachschauen könnt, weil ich weiß, der Ben ist zu schnell, das haben wir jetzt ja gerade auch gehört. Aber er macht es ganz fantastisch. Ich hoffe, mein Gelaber stört euch nicht. Wir werden euch tolle Weine vorstellen dazu und wir werden euch tolle Lieferanten dazu vorstellen. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann kommt, wir haben jetzt gesagt, nach der Pandemie, wenn das Ganze rum ist, die Restaurants wieder aufmachen dürfen, dann könnt ihr das Menü im Rizzi auch komplett essen. Wir werden 5 Gänge machen. Dann könnt ihr es komplett essen hier, aber natürlich nochmal in einer erweiterten Version vom Ben. Und ihr könnt auch jetzt schon reservieren dafür und wir sagen euch dann den Termin. Und wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, wir sind das nächste Mal wieder da und wir beantworten alles. Oder schreibt uns oder whatever. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und vielen, vielen Dank. Wir würden uns freuen. Dankeschön. Tschüss. Und Moment, wir haben noch eine Frage. Ah, wir haben noch eine Frage. Okay, lieber Alexander, don't. Nein, gut, Alter. Alex, von allen ein wunderschöner Wein. Alex, Prost. Prost. Also, schönen Abend euch. Schönen Abend euch, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, unbedingt. Ciao.